außer morgen. Extra Tag arbeiten. Heute ist Ruhe. Da muss ich früh raus. Ma. Mein erster Flug ist um 10, beziehungsweise um 10.30 Uhr. 4 Flüge stehen auf dem Programm bisher. Jetzt muss ich mal fertig machen und zur Arbeit fahren. Es dürfte eigentlich keinen Stau mehr geben. Weder, ja, um die Uhrzeit. Boah, mein Magen war ganz schön unruhig. Ich weiß nicht, ob das vom Gegrillten war, was ich jetzt noch gegessen habe, vom Salat oder von dem Shake mit dem Kefir. Auf jeden Fall war mein Magen ganz schön nicht gesund. Boah, ist das warm. Alter, also das ist mein Temperaturding hier. Er zeigt nur 24 Grad an. Aber ich schwitze schon, ich muss die Klimaanlage schon anmachen. So, um 10 nach 9 bin ich am Arbeitsplatz. Ein bisschen später als... Ist egal. So, heute fliege ich in Marcos und morgen genauso, da wir ja alle den Supervisor Koji ersetzen müssen zurzeit, weil er ja in Japan ist, beziehungsweise in China. Was angenehm ist. So, dann habe ich hier Flüge, dann fahre ich nach Hause und dann haben wir noch dieses Zoom-Meeting. Da bin ich mal sehr gespannt, um was es da geht. Eventuell um die neuen Piloten. Eventuell um Turtle Bay oder irgendwas ist passiert. Keine Ahnung. Mal gucken, ob der Markus eventuell schon Bescheid weiß. Der hat ja die letzten 2 Tage gearbeitet, im Gegensatz zu mir. Auf geht's. Wetter soll okay werden. Also es wird natürlich schweinewarm, es wird natürlich windig, aber ach ja, es könnte auch Schauer geben. Aber ansonsten eigentlich keine Probleme wettermäßig. Habe ich auf jeden Fall jetzt in meinem Wettercheck nicht feststellen können. Er ist schon elendig windig, Mann. Und ich habe noch nicht mal meinen ersten Flug gestartet. Wir haben 5 nach 10. Na, ist ja noch Zeit. Der offiziell geht der um 11 los. Als ich ankam, war der Markus schon mal in seinem Pre-Flight fertig. Und das Pilotenmeeting ist nicht nur für die Oahu Pilots, sondern für alle Piloten. Das heißt, es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass hier was passiert ist. Es ist windig. Es gab Trinkgeld. Mein 11 Uhr Flug ist weggefallen. Das ist an solchen Tagen nicht gut, also an Extratagen, denn ich werde ja nur für das Fliegen bezahlt und kriege kein Base Payment. Das heißt, 150 Dollar weg. Ja, der eine Typ, der hat mir 30 Dollar gegeben. Nice. Und die komischen Australier natürlich nichts. Naja. So, jetzt habe ich 3 Stunden Pause. Oder 2 Stunden. Trump schuldig gesprochen. 34 Fällen. Das Urteil wird allerdings erst am 11. Juli verkündet. Beziehungsweise dann ergehen. Warum brauchen die denn knapp 1,5 Monate dafür? Naja. Der Markus ist gerade abgehoben nach Turtle Bay, der hat da einen Flug. Wir haben erst 1 Uhr. Immer noch eine Stunde warten bis zum nächsten Flug. Morgen ist das Schedule interessant. Der Flug müsste wegfallen. Eventuell kriege ich die 3 Turtle Bay Flüge. Denn dann fliege ich um 10 und um 11 und dann dreimal Turtle Bay. Was okay werde. Der Markus meinte, man hätte da richtig Zeit mit den Passagieren zu reden und die geben richtig gut Trinkgeld. Das wäre nice. Boah, ist das langweilig, man hier rumzusitzen und zu wissen, dass man nichts verdient dabei. So, 2 kurze Touren kommen noch. Oh, ja, und weil der andere einen extra Tag hat, die er sich anrechnet. Der Koji macht das zum Beispiel nicht. Komme ich mit den Stunden erstmal Ewigkeiten nicht an den Kollegen vorbei. Die haben 10 Stunden mehr als ich. Und so viel fliege ich ja nicht. Von daher bleibe ich die Nummer 1. So, das war's. Wir haben 5:30. Muss ich noch meine Nummern eintragen und dann fliege ich morgen Turtle Bay, weil ich mal wieder mich beschwert habe, dass ich es noch nicht gemacht habe. Aber ist okay.
Also wenn es gut Trinkgeld gibt, dann bin ich damit einverstanden. So, jetzt geht es erstmal nach Hause. So früh geht es morgen wieder nicht raus. Um 7 Uhr, denke ich. Was angenehm ist. Ich habe Hunger. Ich habe Durst. Und ich bin müde. Absoluter Megastau. Warum bräuchte ich plötzlich 50 Minuten nach Hause, Mann? Donnerstag ist es natürlich immer normalerweise super übel, aber ich dachte, die Ferien hätten schon angefangen, aber die fangen erst morgen oder übermorgen an. Also jetzt am Wochenende. Morgen ist der letzte Schultag. Gott, das ist heute nochmal voll Stau. Ich bin erst um 5:30 zu Hause. Also ich habe 2 Briefumschläge noch, zusätzlich zu den, keine Ahnung, ich glaube $70 in der Tasche. Das heißt, wenn da irgendwas drin ist, egal was, dann war es ein durchschnittlicher Tag. Nice. Immerhin. So, jetzt muss ich erstmal nach Hause kommen. Und dann weiß ich nicht, ob ich eine Pizza esse oder Salat muss eigentlich weg. Aber nur Salat. Gestern habe ich mir ein bisschen Hühnchen reingeschnitten, ne? Boom. Voll Magenprobleme. Da war noch nichts dabei, was jetzt irgendwie, außer das Hühnchen, von dem habe ich schon mal irgendwie dünn Pfiff bekommen. Ey, ich kann es nicht glauben, dass ich nach 3 Flügen, ja, das war ja wirklich gar nichts, so geschlaucht bin. Also ich bin jetzt nicht super geschlaucht, aber mein Rücken. Der Rücken hatte auf jeden Fall nicht genug Zeit zu recovern. Die Ankunftszeit hat sich natürlich schon mehrfach verzögert. Aber das dürfte das letzte Mal, eventuell morgen nochmal, am letzten Schultag, aber die kriegen ja hoffentlich genau wie bei uns ein bisschen früher frei oder sonst irgendwas. Das war erstmal das letzte Mal für die nächsten 3 Monate, dass es so übel ist. Oh, jetzt kann ich hier noch nicht mal auf die Nachrichten reagieren. Ich kriege schon wieder mehrere Sachen umsonst hier. Einen Bacon Grease Pot mit Strainer. Dann so ein Selfie-Stick mit Licht und Auslöser, Fernbedienung. Und eventuell einen Staubsauger, aber den kriegen nicht viele. Und von daher, den kriege ich wahrscheinlich nicht. Ich brauche keinen Staubsauger, ich habe einen. Aber so ein nagelneuer Staubsauger, den nimmt man mit. Na egal. Auf jeden Fall habe ich hier ohne Ende Stau. 6:20, das ist jetzt die Ankunftszeit. Aber es geht ständig weiter nach hinten. Traffic is getting worse, sagt er mir dauernd. Wir haben 32 Grad. Kaum zu glauben. Ich muss die Klimaanlage anmachen, sonst wäre ich absolut mega kaputt gegangen. Boah, es hat nervig, Mann, im Stau zu stehen. Ich bin 3,1 Stunden geflogen, was nichts ist für einen Extratag. Ey, der Beste hätte immer 6-7 Flüge am Extratag. Naja, ich werde für 6 bezahlt, aber trotzdem. Es kommt nicht viel bei rum. Nicht so viel wie gedacht. So, Gott. Jetzt bin ich ja so spät zu Hause, Mann. Da war ich den Computer an hier, ne? Da werde ich dran erinnert, dass das Zoom-Meeting läuft. Ich bin da verpeilt. Naja, das war schon 4 Minuten, das lief schon 4 Minuten. Aber gut, es ist jetzt bis jetzt gegangen, 20:06. Es ging über neue Regelungen 136. Nichts Besonderes. Ah, und er hat da bei Google Earth hat er da so ein Overlay gemacht, damit wir jetzt besser sehen können, wo wir genau 500 Fuß über den Boden fliegen müssen, 1000 oder 1500. Ich meine, ich fliege da sowieso immer hoch genug. Und von daher ist das kein Problem. Und dann meint er ja, hier und da müssen wir noch das und das vermeiden, möglichst, weil da wohnt einer, der beschwert sich ständig. Jo, lade ich noch ein Video hoch, dann gehe ich auch gleich duschen. Dann ist noch ein bisschen Salat, glaube ich. Mal sehen. Schedule hat sich nicht großartig verändert. Bisher. Aber da warte ich noch, bis der offizielle Schedule rauskommt.
Der Schedule hat sich natürlich noch geändert. Jetzt auch noch ein 9 Uhr Flug drauf gekommen. Jetzt habe ich eine lange Tour um 9 und um 10. Und dann habe ich noch 3 lange Touren in Turtle Bay. Langer Tag morgen. Und da muss ich natürlich zwischendurch den Helikopter dahin ferryen und wieder zurück. Ja, okay. Das ist okay. Es wird windig. Das ist das einzige Problem. Ansonsten. So, jetzt. Ich glaube, ich esse jetzt erst und dann gehe ich duschen.